Hi. So, servus Torben, hörst du mich? Moin Maurice, ja, sehr gut. Warte mal, ich passe mal kurz die Kamera ein bisschen an. Hi, na, freut mich. Ja, So. cool, dass es geklappt hat. 19 Uhr, ich glaube, es ist ein bisschen früh, aber Mein ich glaube, mal 20 Uhr ist die bessere Zeit, habe ich jetzt irgendwie rausgefunden nach Gesprächen mit mehreren. Aber wie dem auch sei, lass uns starten. Ich freue mich trotzdem, wir Gerne. beide sind ja da und aktuell auch noch viele andere. Ha. Ich bin ja, wie du wahrscheinlich weißt, großer Fan von Simon Sinek, Start with Why und warum, oder was das Warum unseres Gesprächs heute. Du bist Teilnehmer bei diewichtigstestunde.de und ich habe dich Genau. darüber kennengelernt. Wir haben dort auch einen Immobilienstammtisch und irgendwie bist du mir mit deinem Wissen aufgefallen. Und ja, wir sprechen ja auch darüber, was der Einzelne so macht. Und du hast davon erzählt, dass du im Alter von 26 Jahren bereits 7 Eigentumswohnungen hast, ein Einfamilienhaus und auch 5 Garagen. Dementsprechend scheint dich etwas verdammt zu bewegen oder zu interessieren an diesem Thema Immobilien. Darauf kannst du gleich mal eingehen. Gerne. Und dann habe ich dich darauf angesprochen und du sagtest zu mir, ja, Livestream hätte ich Bock und ich will vor allen Dingen mal mit gewissen Mythen aufräumen, die unter Immobilieninvestoren, die hier so auch bei Instagram und in sämtlichen Communities so ein bisschen rumschwören. Und darum soll es in dem heutigen Stream hier gehen. Und ja, erzähl doch vielleicht mal einstiegs mal die Frage, was interessiert dich oder was begeistert dich so an diesem Thema Immobilien und wie hast du es geschafft, quasi mit 26 Jahren schon so ein Portfolio aufzubauen? Ja. Gerne. Also ich habe einen stark betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Also ich bin großer Fan von Systemen, Prozessen, Strategien und Zahlen. Und ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich ganz gerne eigentlich Unternehmer werden möchte. Und das Problem ist, wenn du keine Idee hast für ein Unternehmen, dann ist es ein bisschen schwierig. Und eine Immobilie ist ein Unternehmen und das ist das Schöne daran. Du hast halt alle möglichen Stakeholder, ob es der Mieter ist, ob es die Hausverwaltung ist, der Markt, der Verkäufer, der Käufer. Du hast so viele Stakeholder und das ganze Produkt Immobilie ist so umfangreich, dass du eigentlich jeden Tag was Neues lernst. Und das ist eben das, wo ich sage, das macht halt super viel Spaß an der Immobilie. Jetzt ist es so, ich habe ein Gegenbeispiel vielleicht. Meine allererste Wohnung, die ich gekauft habe, da gibt es auch all diese ganzen Parteien, von denen du gesprochen hast. Aber ich habe mit dieser Wohnung noch nie was zu tun gehabt, so gefühlt, ja, weil ich habe die gekauft, die war vermietet, die ist auch seither vermietet. Ich glaube, jetzt gehen wir ins 5. Jahr rein. Und auf Eigentümerversammlung habe ich mich immer vertreten lassen. Das heißt, nicht mal da war ich gewesen. Kannst du diesen Punkt mal so ein bisschen genauer ausführen, warum du eine Immobilie oder einen Immobilienbesitz für ein Unternehmen hältst? Weil du relativ aktiv selber an dem Objekt arbeiten kannst. Es kommt natürlich immer sehr stark auf die Strategie drauf an. Aber das Schöne an Immobilien eben ist, dass du gefühlt alles machen kannst. Also ob du jetzt klassischer Buy-and-Hold-Anleger bist und eine Wohnung kaufst, die im besten Fall vielleicht sogar schon vermietet ist und du einfach nur jeden Monat reinguckst, ob die Miete kommt. Ja, sag ich mal, ist relativ einfach und überschaubarer Aufwand. Da brauchst du auch nicht so viel Fachwissen. Das ist halt auch ganz entspannt, weil beim Kauf solltest du dir ein paar Gedanken machen. Aber in der Vermietung, wenn du nicht so viele Objekte hast, kann auch gar nicht so viel schiefgehen, ne? Kann natürlich immer, aber es ist, sage ich mal, in einem überschaubaren Rahmen. Du kannst aber auch irgendwie Fix und Flipper sein, Immobilien aufwerten und damit daraus dein Tagesgeschäft machen. Und deswegen ist diese Spannbreite, was du bei Immobilien machen kannst, eben so extrem groß. Und du hast da eben die Möglichkeit, dich in dieser Spanne genau da zu positionieren, wo du eben Lust hast. Und der eine mag es eher in die Richtung, der andere mag es eher in die Richtung. Und das ist eben für jeden individuell. Deswegen ist das ein spannendes Thema eigentlich für jeden. Was ist denn deine Strategie? Meine Strategie ist eine eher konservative Strategie. Also für mich ist absoluter Fokus, eben weil ich das Privileg hatte, relativ früh mit Immobilien anfangen zu dürfen, daraus wirklich eine langfristige Nummer zu machen.
Also mir geht es hier nicht um, ich möchte in 5 Jahren irgendwie einen Cashflow haben, der mich ernährt oder so. Ja, das ist absolut nicht meine Strategie. Meine Strategie ist meine Vermögensmaximierung. Und die sehe ich eben nicht unbedingt immer in einem Cashflow, sondern eben eher in einer konservativen Lage, eher A-Richtung, also eher A-Stadt. Also ich bin ja hier in Hamburg unterwegs, wo ich natürlich auf eine Wertentwicklung setze und dabei einen mindestens neutralen bis positiven Cashflow erwirtschaften möchte. So. Mhm. Genau, das ist so meine Strategie. Danke. Und da kommen wir im Grunde ja auch schon zu dem ersten Mythos, der immer so rumfleucht, den wir mal diskutieren wollen. Ja, einmal dieses keine Immobilie ohne Cashflow kaufen. Ich kaufe tatsächlich keine Immobilie ohne positiven Cashflow, obwohl, und das wirst du wahrscheinlich mich da gerade korrigieren gleich, obwohl das gar nicht so clever ist, weil ich ja ein relativ hohes Einkommen habe und ich brauche ja gar nicht diesen Cashflow jetzt. Ah. Ja, also, aber trotzdem tue ich mich schwer damit oder ich wie du vielleicht, man könnte das ja, du hast ja gesagt, Immobilien sind wie Unternehmen und wenn ich das mal mit einer Aktie vergleiche, dann investiere ich vor allen Dingen auch in die Unternehmensaktien bei Unternehmen, die saftige Gewinne schon machen und ich bin nicht der Investor, der sagt, naja, bei diesem Unternehmen, die haben zwar noch nie was verkauft, aber die Zukunft wird rosig aussehen. Ja. So könnte man es ja adoptiv auch übernehmen. Ne? Und dann deswegen bin ich da eher konservativ. Wie stehst du dazu? Also das ist eine absolut legitime Sache. Und jeder, der dir sagt, dass deine individuelle Strategie Mist ist, der hat auf jeden Fall schon mal nicht aufgepasst. Meine Kernaussage ist bei diesem Thema, 6%, unter 6% kaufe ich nicht, immer so mag das maximal finanzieren, nur positiver Cashflow. Es wird halt komplett die Situation des Individuums vernachlässigt. Und das ist so der Kernaussagepunkt, den ich machen möchte, weil wir haben in unserer Beratung Kunden, die kommen rein und haben durch diverse Medien online mitbekommen, ja, Immobilien sollte ich ja unter 6% schon mal gar nicht kaufen oder unter 6% schon mal nicht kaufen. Und dann gucken sie auf den Markt, meistens auf Online-Portale und stellen relativ schnell fest, ach du Scheiße, das gibt's ja gar nicht auf dem Markt. Und genau das ist es dann, wo ich sage, genau, das gibt's nicht, weil jeder, der dir sagt, 6% heute auf dem Markt kaufen, Status quo von der Stange, da sollte man sich eher fragen, was sind die Risiken, die du nicht siehst. So. Und deswegen sage ich halt immer, es kommt auf die individuelle Strategie drauf an. Wenn du Arzt bist und wir haben einen Zahnarzt als Kunden, mit dem haben wir zusammen seine Investmentstrategie erarbeitet, der hat gar keinen Bock, ja, irgendwie für 60.000 Euro in einer C-Stadt eine Wohnung zu kaufen. Der verdient 10.000 Euro netto jeden Monat als Zahnarzt. Das kann er und das möchte er auch machen, weil das ist seine Leidenschaft. So, der braucht stabile, solide Immobilien in Randlage, am besten zu einer A-Stadt, wo er weiß, das Objekt ist gut in Schuss. Ja. Am besten sitzt da noch eine gute Verwaltung drin, vielleicht sogar schon vermietet. Und er braucht sich da einfach keine Sorgen machen. Ja. Für den ist das viel, 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 viel wichtiger als die 50 Euro netto, die er nach Steuern, nach Rücklagen jeden Monat dann mehr hat. So, ja. Weil der sagt, der tickt auch ganz gerne ein bisschen mehr. Und dann kommen wir auf das Thema Substrategie und tickt dann lieber ein bisschen mehr, weil er sagt, weißt du was, in ungefähr 20, 25, vielleicht 30 Jahren tilge ich das alles runter für meine 10 Eigentumswohnungen, ja, knapp 1 Million, was auch immer, und dann verschenkt er das seinen Kindern. So. Und da kann halt niemand sagen, dass das eine schlechte Strategie ist. Das ist eine Top-Strategie. Eben genau für ihn. Und das ist so die Kernaussage, die ich halt hinter diesen Pauschalisierungen so schlecht finde. Ich kann dir noch ein Beispiel geben. Ich gucke hier auf meine Zahlen und habe letztes Jahr eine Eigentumswohnung hier in Hamburg gekauft. Da ist die Brutto-Mietrendite, als ich sie gekauft habe, bei 3,5%. Also ich hatte da, genau, hier sagen, oh mein Gott, was für eine Scheiße kauft ihr da? Ja, natürlich, das war eine Under-Rent-Situation. Katastrophal vermietet, aber Einkaufspreis 30% unter Markt. So,
ich bin nicht angewiesen auf den Cashflow-Stand heute. Ja, ich beziehe mein monatliches Einkommen aus anderen Quellen. Und deswegen ist mir in diesem Fall der Einkaufsgewinn und die Aufbesserung meiner persönlichen Bilanz viel, 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 viel wichtiger als die monatlichen 30 Euro, die ich da rausziehen könnte. So. Was meinst du mit Aufbesserung deiner persönlichen Bilanz? Also im Endeffekt ist es ja so, wenn du halt einen Wert einkaufst, nehmen wir mal an, ich glaube, bei der Wohnung war das jetzt, das ist, ich glaube, ich habe die gekauft für 120.000 und die würde jetzt irgendwo am Markt bei 160 irgendwie so rumpendeln, dann hast du dieses Gap von 40.000 Euro, die erstmal in deiner Bilanz positiv im Eigenkapital landen. Sind natürlich Buchgewinne, aber für die Bank, besonders bei weiteren Finanzierungen, kommt das eben positiv zu tragen, weil dein Nettovermögen natürlich entsprechend höher ist. Und da ist dann auch dieser Cashflow von ein paar Euro im Minus scheißegal. So. Aber die Bank setzt ja nicht den Zeitwert an, sondern immer einen sehr konservativen Beleihungswert, ne, in ihren internen Büchern. Das heißt, wenn du jetzt dort irgendwas hast, die am Markt jetzt 160 ist, dann setzt doch die Bank, so wie ich das immer verstehe, ich sag mal trotzdem nur 110 oder 120 oder was auch immer an, ja? Genau, da sind sie quasi gesetzlich zu verdonnert. Das ist natürlich bei der initialen Finanzierung so, wenn du das bei der ersten Bank machst. Spätestens, wenn du das Objekt danach dann kaufst, ne? Also jetzt lass uns mal 2021 gucken, wenn ich jetzt ein Objekt kaufen würde, dann könnte die Bank das schon ein bisschen anders wieder einwerten. Und es tut außerdem auch gut, wenn du dem Banker eine Übersicht schickst und da steht dann auf einmal, ne, schon quasi vorhandenes Eigenkapital, 40.000 Euro in der Wohnung. Das ist halt auch einfach nochmal optisch sieht das ganz gut aus. Ja? Auch wenn die Bank das vielleicht ein bisschen konservativer einwertet. Mir hat letztens ein Banker erzählt, weil ich habe so eine Aufstellung gemacht und mal gezeigt, was für Mieten ich denn bekomme am Markt, ja. Und da ja Berlin durch den Mietendeckel enorm runtergestuft wurde und du konntest ja, weiß ich nicht, 7 Euro oder so auf den Quadratmeter nehmen oder was auch immer, ja, also immens wenig, hat er mir erzählt, dass sie auch meine Wohnung trotzdem so einkalkulieren quasi mit diesen 7 Euro, obwohl ich den Kontoauszug zeige, dass ich 1.200 Euro bekomme und nicht 350, ja. Das fand ich ziemlich strange, also dass gar nicht die sozusagen die Tatsache zählt, sondern eher die Theorie, weil sie davon ausgehen, so nach dem Motto, wenn sie das jetzt haben würden, dann würden sie nicht möblierte WG-Vermietung machen, sondern eben normal vermieten und dann könnten sie sozusagen nur diese 7 Euro erzielen. Ja, das ist auch die Gefahr bei diesen ganzen Sondervermietungsmodellen, ne? Wenn du da eben, sage ich mal, deine ganze Immobilienstrategie auf Sondervermietungsmodelle ansetzt und du deine Immobilien nur Cashflow-positiv bekommst, weil es ein Sondervermietungsmodell ist, halte ich das auch für kritisch. Ne? Also das könnte dann zu Problemen führen, wenn man die nächsten Finanzierungen macht. Ne? Weil, wie gesagt, wie du es gerade gesagt hast, die Bank setzt nie die Ist-Miete ein, sondern immer nur das, was marktüblich ist. Und wenn du unter Markt vermietet bist, dann leider auch nur die Miete, die du unter Markt bekommst. Also auch da sind sie nicht ganz fair. Und ja, also auch ich, meine günstigste Wohnung zum Beispiel ist für 8,08 Euro den Quadratmeter vermietet. Das ist auch nicht viel. Ja. Nee, aber ich wurde mir auch jetzt häufiger angeboten, auch derartige Wohnungen in Berlin, kommt sowas auch immer mal wieder rein. Eben die aktuell sehr schlecht vermietet sind und die dann tatsächlich so, weiß ich nicht, ich glaube, die war auch so etwa 30%, zwar Berlin-Steglitz, ich glaube auch für 2,8 oder so auf dem Quadratmeter und da wird sicherlich auch um die 4.000 liegen, der Durchschnittspreis. Aber ja, ich konnte nicht. Ich kann das absolut nachvollziehen, ne? Und vielleicht macht es da Sinn, einmal sich so anzuschauen, was sind, also so eine Investmentstrategie ist ja quasi immer nur der erste Schritt. Danach hast du ja darunter diese ganzen Substrategien. Also als Beispiel Finanzierungsstrategie, Standortstrategie, ja, Portfoliostrategie. Das hat alles irgendwie, spielt darauf ja ein, was du im Endeffekt kaufst. So. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch, wir machen ja auch ein bisschen Transaktionen und mein Mitgründer Kerem hat einen Deal reinbekommen in Pinneberg. 4,5% für einen guten Preis. Und da habe ich gedacht, so 4,5% könnte man sich ins Portfolio mit aufnehmen.
das Ding ist, und dann habe ich nochmal geguckt und nochmal quergecheckt, was ist denn eigentlich meine Strategie? Und da hat diese Wohnung in keinstem Aspekt reingepasst. Weder vom Standort her, noch von der aktuellen Situation her, noch von dem Objekt an sich her. Und da habe ich halt gesagt, ja, also ich könnte es kaufen, aber wenn es in keine meiner Strategien passt, dann sage ich lieber nein. Dann ist es halt einfach nicht richtig, dass ich das jetzt kaufe. Da ärgere ich mich nur, wenn ich dann das Ding kaufe und feststelle, scheiße, jetzt muss ich jedes Mal nach Pinneberg dengeln, wenn da irgendwie ein Problem ist. Ja? Zu den anderen Wohnungen ist das kein Problem, weil die alle an einem Fleck sind quasi und ich da dann gleich noch andere Dinge erledigen kann. Das geht mir ähnlich an der Börse mit Aktien. Nahezu alle Unternehmensaktien, die ich mal gekauft habe, die nicht in meine Strategie passen, die waren irgendwie scheiße im Nachhinein, ja. Und seitdem mache ich immer eins, dass ich das mal definiere, schriftlich definiere Sehr gut. und dann aber auch bei jedem Kauf sozusagen auch nochmal mir aufschreibe, was sind die Gründe, warum ich das gekauft habe und was sind sozusagen denn meine Wenn-Dann-Bedingungen, ja, also unter welchen Aspekten verkaufe ich und unter welchen nicht, um eben nicht diesen psychologischen Einflüssen von irgendwelchen Preisentwicklungen unterworfen zu sein, ja. Machst du das bei deinen Immobilien auch? Nee. Und da nimmst du ja noch viel mehr Geld in die Hand, oder? Ja, das stimmt, ja. Also das ist auch etwas, wo wir schnell drauf stoßen, weshalb wir den ganzen Kram ja hier auch machen als SBKL Consulting, weil eben wir festgestellt haben, die Immobilie ist meistens das größte Investment, was man als Privatperson tätigt. Dein Immobilienportfolio ist von den absoluten Zahlen her auch größer als ein Aktienportfolio. So. Ja. Weil du eben den Hebel nimmst, um damit zu investieren. Und da ist es dann umso wichtiger, dass, und du hast es gerade so schön gesagt, die Objekte alle in deine persönliche Strategie passen, die natürlich, das ist der Idealfall, auf deinen persönlichen Zielen basiert. Und wenn dein Ziel ist, möglichst viel Cashflow aus den Immobilien zu ziehen, ja, dann hast du halt eine passende Strategie dafür. Und wenn das Objekt reinpasst, dann ist das halt stringent. Problematisch ist es, wenn du auf einmal außerhalb dieses Rahmens dich bewegst und dann irgendwie Dinge tust, die du aus dem Bauch heraus oder sowas schießt. Und das sind meistens die Dinge, die nicht so gut funktionieren. Also diese stringente Linie empfehlen wir immer sehr stark oder empfehle ich auch sehr stark, das durchzuziehen. Ja, jetzt schreibt hier gerade der Ahoi-Captain, auch aus Hamburg. Bislang nimmt Maurice aber kein eigenes Geld in die Hand. Ja, also meine erste Immobilie, da habe ich noch die Nebenkosten gezahlt, da schon, danach tatsächlich nicht mehr. Wahrscheinlich ist auch genau das die sozusagen die kognitive Verzerrung, ne? In meinem Aktiendepot ist alles sozusagen eingearbeitetes Geld, was da drin steckt. Und bei Immobilien arbeite ich eben mit fremdem Geld, aber schlussendlich ist das ja auch Geld, für das ich gerade stehe, ja? Also so, und das sollte ich genauso betrachten, sicherlich, wie das Geld, was ich in Aktien investiere. Genau, es ist halt nie über dein Konto gelaufen. Ja, du hast es nie auf deinem Konto gesehen und dann weiter überwiesen, sondern einfach quasi meistens ja oder ausschließlich per Direktzahlung. Wir hatten zum Beispiel jetzt einen Kunden in der Schweiz und der hat gesagt, bei uns, da wird das immer erst aufs Konto überwiesen. Ja, und dann hast du auf einmal, das ist dann da eingefroren, bis es weitergeleitet wird, aber da muss es irgendwie aus Gründen einmal bei dem Verkäufer, bei dem Käufer quasi auf dem Konto landen. Und das ist dann witzig, ne? Wenn du dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Euro auf dem Konto hast und dann ist es wieder weg. Psychologisch, absolut. Und genau deswegen, weil du eben Geld ausgibst, und das ist ja ein super krasses Privileg. Ich meine, die Bank gibt dir für unglaublich günstiges Geld, unglaublich günstige Kosten, unglaublich viel Geld. Und du gibst das aus, um etwas zu erwerben, was dann dir gehört. Gut, es ist hoch verschuldet und hoch beliehen, klar. Aber im Endeffekt ist es deins. Und dafür gibt dir die Bank Geld. Und was ist das bitteschön für ein krasses Privileg, wenn man das tun kann? Ja, und ich finde diese ganzen Diskussionen rund um, ja, finanzier so viel wie möglich, weil das Geld ist ja billig. Das Geld ist nicht deins, das holst du dir von jemandem. So. Und nur weil es günstig ist, heißt es nicht, dass du es geschenkt bekommst. Und auch da finde ich, ist eine gesunde Mischung gut. Und du hast ja auch schon gemerkt, dass die Banken langsam ein bisschen strikter werden in dem Thema und nicht mehr so einfach 110% Finanzierung machen. Es sei denn, du hast tatsächlich eine sehr, sehr gute Verbindung zu deiner Bank. Da wären wir wieder beim Thema Finanzierungs- und Bankenstrategie, was man natürlich dann nicht vernachlässigen darf. Insofern ein super krasses Privileg. Ich habe immer nur 100% finanziert, also nie die Nebenkosten.
Die habe ich immer selber getragen. Und ja, das waren jetzt knapp 100.000 Euro, ne? Cash in den letzten 5 Jahren, die da reingelaufen sind. Und warum? Sag mal dein Warum dahinter. Für mich hat das eben diesen psychologischen Faktor, dass ich es nicht übertreibe. Für mich geht es ganz stark darum, dass ich mich mit meinem Kapital gerne, sage ich mal, realistisch irgendwo in einem Rahmen bewege, der für mich gesund ist. Ja, zudem habe ich auch, das ist auch etwas, die ersten beiden Objekte zu teuer gekauft. So, Punkt. Und hätte ich da jetzt eine 110% Finanzierung gehabt, dann hätte mich das für Objekt 3, 4 und 5 richtig in den Arsch getreten. Und genau deswegen bin ich sehr froh, da wirklich ich glaube, bei der ersten Mobil waren es sogar nur 90% zu finanzieren. Ja. Weil mir das so, glaube ich, auch den Arsch gerettet hat für meine weiteren Immobilienfinanzierungen. Dazu kann ich nur mein Lieblingszitat zitieren. Der erste Immobilienkauf ist nie der beste, aber immer Ja, der wichtigste. richtig. Und das sagen wir auch unseren Kunden. Auch da, ich kann ja, das Beispiel hatte ich dir ja schon erzählt, ne? Wir hatten jetzt einen Kunden, mit dem haben wir gesprochen, der hat sich letztes Jahr 150 Immobilien angeguckt. Also 150 Eigentumswohnungen besichtigt und keine einzige gekauft. Das ist krass, Und dem habe ich gesagt, lieber Kunde, das ist super nett, dass du, keine Ahnung, Unterstützung möchtest, aber bei der Voraussetzung können wir nicht miteinander arbeiten, weil da weißt du jetzt schon, dem könntest du einen 6%er am Kudamm vor die Füße schmeißen und er würde einen Grund finden, das Ding nicht zu kaufen. Und da weißt du schon, da ist es eher eine Mindset-Sache, dass die Person einfach vielleicht noch nicht bereit ist dafür. ja. Tom, vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, wie findet man seine Strategie? Die Frage kam hier gerade und du Ja. sprichst ja immer sehr viel von Strategie und wie entscheidend das ist, dann schlussendlich auch für unseren Mythos Nummer eins, ne? Keine Immobilie ohne Cashflow kaufen. Ja. Wie finde ich denn jetzt meine Strategie? Ja, also Strategiefindung ist eigentlich erstmal der zweite Schritt. Der erste Schritt ist zu überlegen, was du überhaupt erreichen möchtest mit Immobilien. Kann sein, dass du in 5 Jahren davon leben möchtest. Dann wird deine Strategie ganz letztendlich eine sehr aggressive Cashflow-Strategie sein. Es kann sein, dass du Arzt bist und sehr konservativ sagst, du möchtest nur irgendwann Vermögen überreichen an deine Kinder, ja, und finanzierst Immobilien nur mit 50%. Total okay. Dann ist deine Strategie eher solide Lage, wichtig, die Finanzierung langfristig im Auge zu behalten. Strukturen fallen da zum Beispiel vielleicht sogar komplett weg, also GmbHs oder sowas brauchst du dann gar nicht. Oder du bist irgendwo so in der Mitte, wo du sagst, du möchtest eben, ne, die berühmte Rentenlücke auffüllen und dann bist du eigentlich auch bei einer sehr konservativen Strategie eher, ne? Dann vielleicht finanzierst du die ersten 2 Objekte noch hoch und danach gehst du bei 3, 4 ein bisschen runter und suchst dir dann so irgendwie dein Volumen bei vielleicht 1 Million oder sowas an, ja, an Immobilien. Das ist jetzt aber nicht etwas, wo du morgen von reich bist, so. Das ist dann ein Long Game. Dann sitzt du da 20, 30 Jahre einfach und wartest, bis die Dinge abbezahlt werden. Es kommt halt auf deine Ziele drauf an. Und wir machen das auch in unserer Beratung immer so, dass wir als erstes fragen, was sind deine Ziele? Weil wenn die fix sind, dann können wir anfangen und sagen, hey, welche Strategien erarbeiten wir denn jetzt, damit wir eben diese Ziele erreichen? Weil ich sage mal so, eine Cashflow, also wenn du sagst, du möchtest in 5 Jahren von deinen Immobilien leben, kaufst aber nur in Hamburg, da passt ja irgendwas nicht, ne? Ja. Oder du musst halt sowas dann machen wie ich mit dieser möblierten Vermietung. Dann hast du irgendwie, ich weiß gar nicht, was das Cashflow positiv ist, so im Schnitt so 250 Euro im Monat, ja. Aber da musst du halt schon ein paar kaufen, ne? Genau. Um dann davon leben zu können. Und da wären wir auch im Grunde bei dem nächsten Mythos, was man ja viel generell liest, wenn man so unterwegs ist. Also immer diese Headline, finanzielle Freiheit durch Immobilien und dann am besten, ich sag mal, innerhalb von ein paar Jahren, ne? Also Ronald ist ja hier auch mit dabei, der hat es ja, glaube ich, geschafft, dass sie sich so zu deichseln mit 150 Wohneinheiten oder 130 oder wie viel auch immer innerhalb weniger Jahre, ne?
Ich glaube, das ist aber wie bei allem, dass dann so der 1%er, der das dann so ganz strukturiert hinbekommen hat. Wie stehst du zu diesem Satz? Also finanzielle Freiheit, meinetwegen in wenigen Jahren möglich. Ja, das ist erstmal super einfach, wenn du einfach ein Mehrfamilienhaus geschenkt bekommst, ne? Dann bist du sofort finanziell frei. Nein, also natürlich ist das möglich. Das glaube ich auch, sollte die Grundaussage dieses heutigen Interviews sein. Du kannst mit Immobilien wunderbar dein Vermögen aufbessern. Auf jeden Fall kannst damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, das zu versuchen, das zu tun mit Immobilien. Meine Prämisse ist halt immer mit Zielen und einer Strategie. Und dann wird das auch was. Finanzielle Freiheit, was bedeutet das denn? Das bedeutet im Endeffekt, dass du mehr Einnahmen hast nach Steuern, nach Rücklagen als Ausgaben. So, jetzt kannst du natürlich deine Ausgaben niedrig halten, das ist klar, dann bist du schneller finanziell frei, oder du erhöhst deine Einnahmen. Wenn wir jetzt mal aber realistisch mal gucken, wie viel Geld du wirklich verdienen musst aus Immobilien nach Steuern, nach Rücklagen, ja, nehmen wir mal an, 2000 Euro netto reichen dir, dann überleg mal, wie viel Eigentumswohnung du kaufen musst, wenn du nur 50 Euro zum Beispiel aus einer rauskriegst. Und 50 Euro aus einer Eigentumswohnung rauszukriegen, nach Steuern, nach Rücklagen, ist schon gar nicht so, schon gar nicht so einfach. Ja? Da bist du schon ein bisschen unterwegs. Kann sein, dass du dann eben Sondervermietungsmodelle fährst oder eben in Regionen investierst, die sehr Cashflow-orientiert sind. Ne? C, D-Lagen. Ist total legitim. Und jeder, der das schafft und macht, mega Respekt. Ja? Also voll geil, das hinzubekommen. Es ist aber nicht für jeden. Also wenn du jetzt anfängst und sagst, du verdienst, lass es mal 3 netto sein, und du möchtest dir nebenher ein Einkommen aus Immobilien aufbauen, hast aber noch einen Hauptjob, dann sage ich dir, uff, kannst du gerne machen, aber das ist eben ziemlich haarig. So, da bist du entweder ziemlich viel unterwegs und machst selber, oder das Ganze dauert ziemlich lange. Was natürlich deutlich entspannter ist, und das ist auch eher so die Strategie, die ich jetzt persönlich fahre, ist, das Ganze später über eine Refinanzierung zu machen. Ja, das heißt, ich kaufe jetzt Immobilien, die sind mehr oder weniger cashflow-neutral, sind aber gut eingekauft. Das heißt, meine Belastung per se ist schon mal positiv, also nicht so stark, nicht so hoch. Und langfristig, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, wenn ich das Ganze einmal refinanziere, ja, habe ich im besten Fall durch meinen Einkaufsgewinn, durch eine Wertentwicklung und durch die Tilgung ja so ein Gap an Eigenkapital in den Objekten. Und dann ist gar nicht mehr so viel unten hier übrig, vielleicht noch 50%, 60%, die ich refinanziere. Und wenn ich dann eine normale Marktmiete bekomme auf mein Eigenkapital, was ich dann in der Immobilie habe, ja, dann ist das eben der attraktive Teil, wo ich dann mein Geld rausziehe. Das heißt, für mich ist eine Cashflow-Betrachtung eher eine in 10 oder 15 Jahre Betrachtung als heute. So betrachte ich das eben. Und du kannst halt diese, sag ich mal, finanzielle Freiheitszeitpunkt, den kannst du halt, wenn du aggressiver bist, ein bisschen nach vorne ziehen, oder wenn du ein bisschen konservativer bist, ein bisschen hinten rausschieben. So. Und so sehe ich das eben rein von auf einer zeitlichen Skala. Weil dein Cashflow quasi dann mit der Refinanzierung höher wird, weil die Zinszahlung einfach geringer ist. Ne? Also deine monatliche Finanzierungsbelastung wird geringer, dadurch erhöht sich dein positiver Cashflow. Und Refinanzierung, also du meinst dann quasi, wenn du deine Kredite wieder neu verhandelst, dementsprechend hast du eine Zinsbindung von 10 oder 15 Jahren. Genau. Das hat natürlich immer die Voraussetzung oder die Prämisse, dass auch die Zinsen mehr oder weniger stabil bleiben. Ne? Also das ist natürlich irgendwie immer die Grundvoraussetzung. Das ist auch meine Hypothese, dass die eben in dem Zeitraum stabil sind. Aber selbst wenn nicht, was macht denn eine Bank bei einer Finanzierung? Die prüft genau das. Die prüft, wie siehst du finanziell aus nach Ablauf der Zinsfristschreibung? So, das macht die Bank bei jeder Finanzierung bei dir. Und da möchte ich einfach an einem Punkt sein, wo ich sage, okay, heute ist die Welt mir ein bisschen egal. Ich verdiene genug aus meinen Einkommensquellen. Ja, Immobilien sind da eher so ein bisschen Beibrot, da kommt nichts Nennenswertes bei rum. Langfristig aber, weiß ich, wird das die größte Cashcow werden. So, da wird am meisten hängen bleiben. Und da ist halt meine Hypothese, langfristig planen, schauen, dass die Bilanz sauber ist, und dann bin ich auch gerne bereit, einen heutigen negativen Cashflow zu akzeptieren.
langfristig Werte zu heben und dann später bei einer Refinanzierung ganzes Portfolio vielleicht sogar auf einmal zu refinanzieren und dann eben da den wirklichen Gewinn rauszuziehen. Das erinnert mich ein bisschen so an die Wörter eines Dividendeninvestors. Ich habe auch ein Aktienportfolio und da sind ausschließlich Dividendentitel drin. Ja, also der eben auch heute sagt, okay, diese 3% Rendite machen mich jetzt nicht reich, davon kann ich nicht leben. Aber man sieht es ja bei dem Helmut, bei Kiki hier bei Instagram, der irgendwie nach 38, 39 Jahren manche Titel hat und wodurch durch die stetige Dividendensteigerung, wenn die im Durchschnitt 10% ist, ne, dann ist in Jahr 2 schon 3,3% ne, und so weiter. Und in Jahr 40 bist du dann, weiß ich, bei ich bin jetzt kein Taschenrechner, aber bei, weiß ich nicht, 70, 80, 90% ne, deiner Einstiegszahlung. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Aber ja, es ist lustig, dass du sagst, dass du gerade auch an der Börse Dividendeninvestor bist. Ja. Ich habe tatsächlich auch eine Dividendenstrategie, und ich sehe gerade, dass alle Aktien, die sind auch dabei. Liebe Grüße. Da habe ich auf jeden Fall auch eine Dividendenstrategie, die ich fahre, noch mit einem kleinen Portfolio nebenher. Und ja, also auch da kommt es wieder auf die individuelle Strategie drauf an. Ne? Wenn du halt sagst, dir ist das jetzt heute egal, dann ist es egal. Und dann schaue ich lieber auf einen guten Einkaufsgewinn, als auf die monatliche Summe, die dann auf dem Konto landet oder eben nicht. Und wichtig ist es da dann auch, Stichwort Portfolio, lieber zu schauen im Portfolio, passt das gerade rein oder passt das gerade nicht rein. Wenn du drei Immobilien hast, ja, und jetzt die vierte kaufst und alle drei vorher sind Cashflow negativ und die vierte ist auch Cashflow negativ, dann könnte es vielleicht irgendwann schwierig werden, ne, wenn du noch ein paar mehr kaufen möchtest und nicht gerade 10.000 Euro netto nach Hause bringst. Wenn du aber eine mit 100 Euro positiv, eine mit 20 Euro negativ, ja, ich gucke hier auf meine wunderbare Übersicht, und ich habe hier von plus 55 bis minus 62 habe ich irgendwie alles. Ja. In Summe ist das bei plus 200 ungefähr, Stand heute. Sobald das Einfamilienhaus in Bestand ist, kommen da nochmal 300 Euro drauf. Ich kriege kein Riesengeld aus meinem Portfolio, brauche ich aber auch nicht. Ja, spannend. Lass mal kurz die Fragen einwerfen hier, die hier kamen. Einmal habt ihr für eure Immos Hausverwaltung engagiert? Also für meine Eigentumswohnung gibt es natürlich eine WEG-Verwaltung. Da gibt es mal gute, mal schlechte. Da habe ich, glaube ich, auch von schlecht, mittel und gut jeweils einen. Und die Sondervermietung, die mache ich noch selber. Genau. Bei mir genauso, außer bei dieser ersten Eigentumswohnung, die ich gekauft habe, die schon vermietet war, da macht alles das auch eine Sondereigentumsvermietung mit Verwaltung mit drauf. Aber ja, ansonsten mache ich ja diese möblierte Vermietung. Und übrigens, Torben, letztens habe ich erst erfahren, wie klein die Welt ist, weil meine Wohnung in Hamburg, da hast du mir ja mal geholfen, genau, über den Mohammed, mit dem ich das Projekt ja zusammen mache. Und mir war das gar nicht bewusst, dass du die Wohnungsübergabe gemacht hast, weil ich ja aus Berlin komme, Mo konnte nicht. Und dann hast du uns geholfen. Also musste ich sehr schmunzeln. Danke dafür nochmal. Gerne, gerne. Der Mo hat ja zu dem Zeitpunkt irgendwo ne, in der Sonne gelegen und kein Telefon bei sich gehabt. Nein. Aber das ist ja auch da, ne, wenn du flexible Arbeitszeiten hast bei deinem Arbeitgeber, ganz easy peasy, ein bisschen Zeit investieren und dann ist das halt auch eigentlich nicht so dramatisch, da mal hinzufahren. Und auch so eine Wohnungsübergabe dauert 5 Minuten. Ja. Vorher angeguckt. Die weitere Frage war, was meint ihr, bleiben die Zinsen langfristig niedrig, 10 bis 15 Jahre? Ich denke, das hast du schon beantwortet, ne? Deine Meinung ist ja. Also das ist natürlich absolutes Glaskugelschauen. Ne? Das ist, glaube ich, höchst spekulativ. Man kann da nur vermuten, meine Vermutung ist stark, vielleicht werden sie ein bisschen steigen, aber wir werden, glaube ich, nicht wirklich größere Zinsen sehen. Also ich rede jetzt von irgendwie so 4-5% oder so, weil es ja irgendwie sehr viel Kapital gibt, besonders bei den Staaten, was refinanziert werden muss.
Die haben also nicht wirklich ein Interesse daran, dass es wirklich großartig teurer wird. Kurzfristig kann das natürlich immer passieren. Ja, und da spielt eben auch das Thema Finanzierungsstrategie eine Rolle. Ich zum Beispiel habe jetzt gemischt zwischen 10 und 15 Jahren. Ein paar, die jetzt in 10 Jahren auslaufen, ein paar, die in 15 Jahren auflaufen, so 50-50, weil ich mich eben dann vor so einem Risiko eben schützen möchte. Ne? Und es kann sein, dass kurzfristig Zinsen ansteigen auf 3% oder so. Und dann bist du auf einmal vielleicht bei einer Annuität von 5%. Uff, da könnte es natürlich dann schon wieder nicht so fertig werden. Auf der anderen Seite bin ja auch ich und du, Maurice, ja auch nur ein Zahnrädchen in diesem Riesenrad, was die Immobilienwirtschaft ist. Und wenn du eben dein Portfolio solide aufbaust, dann wirst du auch mit einer Refinanzierung kein Problem haben, weil du kannst davon ausgehen, es gibt einen Haufen Leute da draußen, die ziemliche Scheiße kaufen, viel zu teuer. Und ich arbeite ja sehr eng mit einem Finanzierungsvermittler hier in Arnsburg zusammen, dem Henrik, liebe Grüße. Und was der uns teilweise für Stories erzählt, ja, da wird einem übel, was der für Anfragen bekommt. Und da bin ich eigentlich mir relativ sicher, dass wenn die Zinsen ordentlich steigen werden, ich das irgendwie gebacken kriege, weil viele andere Leute werden das definitiv nicht schaffen. Und Also. was hältst du davon? Ich glaube, der Dr. Reinhard Ziethelmann, mit dem ich ja auch einen Livestream zuletzt hatte, er sagte, dass er sich die, wenn er jetzt, und er würde jetzt gar nicht kaufen, so war seine Auffassung, glaube ich, dass er sich sehr langfristig die Zinsen sichern würde. Also so 20, 25, 30 Jahre jetzt bei deiner Buy-and-Hold-Strategie, sage ich mal. Ist das keine Option für dich? Doch, natürlich. Das ist immer eine Option. Wenn du eine Bank findest oder in diesem Fall ja fast schon eher eine Versicherung, die diese Laufzeiten mitmacht, das ist nämlich auch gar nicht so einfach, da einen zu finden, der so lange finanziert, ne? Weil auch Banken ja sagen, so, 20 Jahre ist ein bisschen lang. Da kannst du natürlich das fix machen. Das ist aber auch wieder persönliche Präferenz, ne? Ich möchte eigentlich nach 10 Jahren einmal mein ganzes Portfolio verkaufen, im besten Fall an meine eigene GmbH, aber das wird sich dann zeigen, ob die Marktsituation zu dem Zeitpunkt das zulässt und ob die Finanzierungskonditionen zu dem Zeitpunkt noch so sind, dass man das auch tun kann. So, ich denke mal, das sagt ja auch der eine Kollege gerade, du kannst natürlich ein Volltrigger-Darlehen machen, zahlst dafür aber auch mehr. So. Ist natürlich ganz geil. Planungssicherheit ist natürlich auch eine coole Sache. Du weißt genau, bis das Ding abbezahlt ist, was du zahlst. Auf der anderen Seite, wenn du immer nur sehr kurz finanzierst, dann bist du viel näher am Markt dran und kannst vielleicht, wenn du feststellst, dass die Tendenz steigt, und wir reden ja nicht von heute ein, morgen 4%, sondern wir gehen ja in 0,25 Schritten ungefähr hoch oder was auch immer, dann kannst du natürlich auch frühzeitig dann die lange Kondition sichern. Wenn du halt einfach dann kurzfristig immer Darlehen abschließt, zum Beispiel 5 Jahre, und dann immer rollieren quasi, entweder das Darlehen verlängerst, neu abschließt für weitere 5 Jahre, oder eben dann, wenn du feststellst, jetzt einmal lang abzuschließen, dann machst du dann einfach 20 Jahre draus, ne? Bei Oder Forward-Darlehen, genau. meiner ersten Wohnung, da hatte ich noch gar keine Ahnung von Immobilien und habe sie trotzdem gekauft sozusagen, ne? Also so ein, über einen Immobilienvertrieb dann rangekommen und so weiter. Und dann haben die mir so ein bisschen was erklärt darüber und da habe ich sogar einen Bausparer damals noch zusätzlich abgeschlossen, weil ich so unsicher war. Und du bist ja immer dann unsicher, wenn du kein Wissen hast oder wenig Wissen, dann bist du besonders unsicher. Und da hatte ich dann einen Bausparer, also ich habe 10 Jahre Zinsbindung gemacht, einen Bausparer, der danach quasi das Ding ablösen sollte, weil die Immobilie sich sozusagen gerechnet hatte. Und ich noch so, und was ist dann in 10 Jahren, wenn die. Was kann dann passieren? Ne? Da bist du ja so in der Sorge drin. Ne? Und heutzutage würde ich wahrscheinlich auch das zum Beispiel machen, was der Immopendenz hier geschrieben hat, eventuell sogar auch mal auf 5 Jahre zu gehen, weil hätte ich denn, hätte, ne? Oder wie Lothar Matthäus sagt, wäre, wäre Fahrradkette. hätte ich das damals gemacht, könnte ich jetzt wieder neu verhandeln und deutlich besser, weil ich habe bei der Bude, glaube ich, irgendwie so 2, irgendwas Zins, ne? 2,16.
Und jetzt hängt das natürlich durch, aber es gibt natürlich wie bei allem immer beide Richtungen. Ne? Genau, das ist wie beim Aktienmarkt auch. Ne? Hättest du, oder bei, keine Ahnung, Krypto, hättest du, ich hatte 2018, ich glaube, 3 Bitcoins. Schade. So, hatte ich damals so. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Ich glaube, bei dem Thema Finanzierung, und das ist auch eines der wichtigsten Themen, weil du einfach, wie gesagt, du nimmst das Geld von der Bank. Das schenkt dir keiner, sondern du nimmst es von der Bank. Und da ist es eben wichtig, dass du nicht nur deine Aktiva, dein Vermögen managst, sondern auch deine Passiva, ne? Deine Verbindlichkeiten. Das ist genauso ein Portfolio, was du managst. Und da gibt es unterschiedliche Strategien. Du kannst auch, wenn du vielleicht sehr gute Kontakte hast zur Bank, auch ein Variabelverzinses Darlehen. Ja, warum nicht? Ist ja noch geiler. Dann passt das einfach immer, jedes Quartal wird das dann einfach angepasst. Ist total okay, geil. Da profitierst du eben von der Tendenz, wenn es runtergeht. Und wenn es raufgeht, kannst du halt frühzeitig im besten Fall irgendwelche Versicherungen abschließen. Vielleicht machst du irgendwelche Caps drauf oder was auch immer. Ist natürlich eher was für die absoluten Profis. Ja? Also ich mache das auch nicht. Mich interessiert das auch alles überhaupt nicht. Aber theoretisch kannst du das alles machen. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine persönliche Präferenz. Manche wollen Planungssicherheit und dann kann man denen das auch nicht übel nehmen. Auch da ist halt wieder das Thema, passt das in deine Strategie? Wenn deine Strategie es ist, nach 5 Jahren finanziell unabhängig zu sein durch Immobilien, du dann aber einen Volltägerdarlehen auf 30, Darlehen auf 30 Jahre abschließt, passt das auch nicht zusammen. So. Dann lieber die Kosten so gering wie möglich halten, also Zinssatz und auch die Tilgung, weil du ja Geld aus deinen Immobilien rausziehen möchtest und nicht quasi auf deiner Bilanz haben möchtest. Mhm. Hier kam auch nochmal ein wichtiger Kommentar, wie ich finde, dass man eben auch ins Tun kommen muss irgendwann. Ne? Also ja, genau. ob man jetzt sowas machen muss wie ich, also so relativ ohne Wissen kaufen, davon würde ich schon abraten. Inzwischen sag ich, schnapp dir mal ein Buch wie Immocation zum Beispiel, ja. Da kriegst du mal grob die Basics mit rüber. Und dann kannst du aber, also so gar nicht, halte ich bei so einem Investment nicht für richtig. Ansonsten einen Berater, Beratung, ich glaube, ihr bietet ja sowas in der Richtung dann auch an. Da muss man halt einen guten finden. Ne? Wie bei allen Jobs sind die meisten scheiße in dem, was sie tun. Und es gibt ganz wenige, die wirklich gut sind. Wenn du einen guten in dem Bereich findest, dann ist natürlich auch so etwas wie ein Berater sinnvoll, aber ich glaube auch immer, wie gesagt, Unwissenheit schwingt immer eine gewisse Angst mit und ja. Ein gewisses Wissen sollte man sich aus meiner Sicht in jeglicher Konstellation, die man in diesem Bereich macht, aneignen, weil dafür ist das Investment zu groß. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie, okay, ich habe mal 500 Euro in Bitcoin gesteckt 2017, ja. Gut, wenn sie weg sind, dann ist es meinetwegen so. Dafür ist es, glaube ich, zu groß, dieses Investment, um nicht mal sich die Mühe zu machen, ein Buch zu lesen. Genau. Noch zu dem Thema Finanzierung. Ne? Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, ein Freund von mir, der hat eine Immobilie gekauft in Flensburg und der hat die Finanzierung nur bekommen, weil er bei dem Darlehen noch einen Bausparvertrag abgeschlossen hat. Also es kann halt auch sein, dass du vielleicht auf der Seite ein paar Abstriche machst, wenn das Objekt stimmt. Ja? Dann ist es halt so, dann hast du vielleicht nicht die optimale Finanzierungsstruktur dahinter, aber du hast das Objekt. Und im Endeffekt ist das Objekt immer wichtiger als das, was irgendwie hintenrum als Finanzierung irgendwie drinsteckt. So. Weil das kannst du immer wieder, da kannst du noch ein bisschen arbeiten, das kannst du auch langfristig noch besser optimieren, besonders wenn vorne eben das Objekt stimmt. Insofern sollte auch, wenn man jetzt schon eine Wohnung gekauft hat, mit zum Beispiel einem Bausparvertrag, dann ist das so. Ja? Das ist immer noch besser, als gar keine Wohnung zu haben. Hoffentlich. Mhm. Also man hat absoluten Mist gekauft, genau. Kommen wir mal auf das letzte Mythos, was du dir rausgesucht hast oder was dich stört. Jeder kann Immobilieninvestor heutzutage werden. Ich glaube, das wird oft suggeriert oder das schwingt zumindest überall unterschwellig mit. Ne? Schwingt sicherlich auch mit, wenn ich poste und sage, guck mal hier,
Ich habe jetzt die letzten 4 Immobilien ohne Eigenkapital gekauft und alle diese Immobilien bringen mir monatlich, sagen wir, 200 Euro Cashflow positiv. Das ist doch ein No-Brainer. Warum macht denn das nicht jeder so ungefähr, ne? Und ja, was stört dich daran? Also das habe ich vorhin schon mal so versucht zu sagen. Für mich ist ganz wichtig, ich bin der Meinung, Immobilien kann für jeden interessant sein, weil Immobilien, wie gesagt, so ein breites Spektrum ist, dass du jeder irgendwo auf diesem Spektrum sich wiederfindet. So, und wie gesagt, das kann der langweilige Buy-and-Hold-Investor sein, der wirklich sagt, ich will damit nichts zu tun haben, Verwaltung macht bitte alles, gar kein Problem. Oder der Profi eben auf der anderen Seite. Du hast aber, weil du viel Geld bewegst, gibt es gewisse, ja, sag ich mal, Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Und zwar ist das definitiv A, ein monatliches, fixes Einkommen. Ja, zum Beispiel, du hast sicherlich auch eine variable Komponente in deinem Arbeitsvertrag. Das finden die Banken auch nicht so toll. Ja, die Bank heißt, zählt das übrigens gar nicht. Genau, vielleicht sogar gar nicht. Die NordRB hat mir mal erzählt, sie zählen bei mir gar nicht den variablen Anteil und der variable Anteil in meinem Vertrag macht 2 Drittel meines Einkommens aus. So, genau, weil du ja deine Jahresziele schon immer Mitte des Jahres abschließt, ne? Und dann Pause machst. Ich habe zu denen gesagt, was? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Seit 3 Jahren lege ich euch das vor, ja? Seit 3 Jahren lege ich euch dieses Einkommen vor und ihr streicht in eurer Betrachtung 2 Drittel. Ich meine, es gibt ja noch ganz andere Verkaufsberufe. Ich glaube, Autoverkäufer, ich glaube, die kriegen den Fixum von 500 Euro und der Rest ist variabel. Ja, also genau. Ich meine, man muss ja auch diese Berufsgruppe mal ein bisschen irgendwie logisch mit einbeziehen. Ja, wenn du dort arbeitest im Vertrieb, im Verkauf, da ist das gang und gäbe. Kann ich doch nicht als Bank jetzt sowas tun, aber jetzt bin ich genug ausgerastet, jetzt bist du. Naja, und das Witzige ist ja, Weihnachts- und Urlaubsgeld akzeptieren sie. Also ja? Zumindest zum Teil, ja. Also deswegen ist das so ein bisschen, aber wem willst du es übel nehmen? Ne? Eine Bank managt im Endeffekt Risiko. So. Und es kann halt sein, dass du vielleicht ein schlechtes Jahr hast als Verkäufer, dann ist das so. Insofern, du musst halt mindestens die Voraussetzungen mitbringen, damit du bei der Bank finanzierbar bist. Welche das sind, kann man googeln. Ja, das ist wirklich jetzt, da brauchen wir, glaube ich, nicht ins Detail eingehen, weil das ist googelbar. Was mir halt da wichtig ist, ist das Thema Verhältnismäßigkeit und Risikoprofil. Ja, also ich habe am Anfang gesagt, meiner Meinung nach sollte jeder Immobilien besitzen oder kaufen oder auf jeden Fall damit was zu tun haben. Die Frage ist halt, was machst du in deiner individuellen Situation? Der Zahnarzt, ja, der kann sich eben wunderbar die A-Lage leisten. Ja, und der hat auch gar kein Problem, dann 1 Million Verbindlichkeiten aufzunehmen. Nehmen wir mal an, du würdest mit deinem 2000 Nettogehalt 1 Million finanziert bekommen. Halte ich das für höchst unklug. Ja, lass da irgendwas schiefgehen. Ja, weil das bedeutet, dass du natürlich auch ein Vermögen hast irgendwo von 1 Million, was du managst. Und da ist es dann wichtig, solide aufgestellt zu sein. Das heißt, genug Kapital in der Hinterhand zu halten. Ja, aber stell dir vor, du kaufst jetzt wie ein Berserker, ja, Eigentumswohnung in irgendeiner C-Stadt mit deinem 2,5 netto, bist gerade so finanzierbar, machst das alles auf Kante und hast dann am Ende vielleicht noch 5.000 Euro auf dem Konto liegen, ja, weil die 100% kriegst du schon gar nicht mehr finanziert bei Finanzierung Nummer 3 und dann fällt auf einmal irgendwo, zieht der Mieter aus und das Bad muss saniert werden und dann hast du auf einmal da irgendwie 5.000 Euro. Ja, oder es reicht ja schon, wenn mal ein paar Dinge kaputt gehen. Ja, oder eine Sonderumlage kommt. Und schon bist du finanziell eng. Deswegen würde ich halt immer sagen, Verhältnismäßigkeit muss da sein. Lieber am Anfang ein bisschen tiefer stapeln, solide wirtschaften und gerne, wenn das Einkommen steigt, dann mehr machen. Das ist so meine Empfehlung. Weil wenn du wenig Kapital hast, dann ist das halt ein Problem. Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst natürlich versuchen, aktiv selber im Immobilienmarkt irgendwie tätig zu werden, sei das jetzt zum Beispiel als Tippgeber oder als Makler versuchen durchzustarten. Das sind alles Möglichkeiten, wie du ohne Kapital ein Netzwerk aufbaust. Und das ist auch, wie ich finde, eine super Möglichkeit, wenn zum Beispiel dein Nettoeinkommen einfach noch ein bisschen zu niedrig ist. Aber das frisst Zeit. Ja? Und genau das ist es dann eben, hast du diese Zeit. Wenn du, sage ich mal, Mitte 40 bist, Familienvater,
Frau und Kind zu Hause, vielleicht arbeitet die Frau gar nicht, ne? Oder andersrum, Mann arbeitet nicht und Frau arbeitet und du bist die Frau. Und dann noch nebenher dir ein Immobilienportfolio von 2 Millionen aufbauen möchtest, da geht ganz schön viel Arbeit rein. Und deswegen ist da auch dann wirklich die Prämisse, ist das ein realistisches Ziel, ja? Und kannst du das wirklich tun? Check vorher, bevor du anfängst, deine Ziele anzuschauen, was für Ressourcen hast du? Ob das Zeit ist, ob das Know-how ist, ob das Netzwerk ist oder ob das Kapital ist. Am wichtigsten ist halt immer viel Kapital, ne? Das ist weil mit all die anderen Ressourcen kannst du kaufen, wenn du Kapital hast. Deswegen ist Kapital so wichtig. Genau, und eben ich finde dieses in 5 Jahren in die finanzielle Freiheit mit 2,5 netto. Nee, also ganz ehrlich, da gibt es vielleicht eine Handvoll Menschen in Deutschland, die das schaffen. Aber daran wirklich zu glauben, ich bin Fan von sich gute und hohe Ziele zu setzen, aber die sollten realistisch sein. Sobald sie unrealistisch sind, ist es schwierig. Und wir reden ja hier auch immer von den 95%, die es eben nicht schaffen. Und das sind die Leute, die mir halt wichtig sind, weil, wie gesagt, du nimmst so viel Geld für Immobilien in die Hand. Da sollte man, da darf man wirklich echt Fehler vermeiden. So also wie Warren Buffett sagt, ja, Regel Nummer 1, kein Geld verlieren und Regel Nummer 2 ist niemals Regel 1 brechen. So. Ja, und genauso sehe ich das auch bei Immobilien. Ich würde versuchen oder ich versuche, das auch den Kunden klarzumachen, die werden in meistens kurzer Zeit sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und da von Anfang an mit einer Strategie ranzugehen, prüfen, was ist realistisch für mich, was passt in meine Strategie, welche Ressourcen kann ich mitbringen, wo kann ich die gut einsetzen, um dann eben das optimale Ergebnis zu erzielen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach genau, ich wollte dich fragen, weil wir jetzt gerade über dieses Thema sprechen, Einkommen und auch niedriges Einkommen wie 2000 Euro netto. Jetzt hast du ja auch Garagen gekauft. Wieso denn das? Also meistens waren die Garagen mit entweder bei den Wohnungen mit dabei. Ach so. Genau, das war eigentlich in der Regel der Fall. Ansonsten einzelne Garagen, also das ist immer so die Frage, lohnt sich der Aufwand, ne? Ich hatte das Beispiel letztes Jahr in Corona-Zeiten versucht, da mal eine Garage neu zu vermieten. Ja, das ist eine Hinterhofgarage, aber das ist jetzt nicht eine Lage, wo es keine Parkplätze gibt. Da kannst du vor der Tür stehen. Das heißt, das ist dann schon schwierig. Was stellt man da dann rein? So, da steht jetzt ein Boot drin. Aber find mal jemanden, der ein Boot reinstellt. Und da im Endeffekt ziehe ich jetzt 60 Euro raus vor Rücklagen, vor Steuern. Da fährst du zweimal hin und schon ist die Rendite weg, ne, für ein Jahr. Ne, ist so. Ja. Also musst du nochmal mit dem Martin aus unserer Gruppe, ich glaube, er ist auch dabei, von die wichtigste Stunde. Er hat ja relativ viel mit Garagen gemacht. Und ein Beispiel, was er mir erzählt hatte, er hat eine mal für 500 Euro gekauft und die dann für 50 Euro im Monat vermietet. Genau, das kannst du halt auch haben. Ja, total. Also du kannst auch einen Garagenpark kaufen. Also da hast du natürlich sehr wenig Instandhaltung, was eben super ist. Du hast meistens auch, ja, ich sag mal, weniger Probleme in der Neuvermietung. Kommt natürlich so ein bisschen auf den Stand drauf an. Aber auch da ist es wieder Return on Time Invested. Ne? Finde ich, sollte man immer prüfen, ob das noch passt. Weil wenn du, wie gesagt, für jetzt wirklich einen Cashflow von 50 Euro im Monat vor Steuern, vor Rücklagen, da irgendwie zu 3 Einzelbesichtigungen zu kommen, uff, das ist halt hart. So, das machst du genau irgendwie einmal. Und bei so einer Garage hast du definitiv alle 24 Monate einen Mieterwechsel. Ja, preis das mal ein. Also ich glaube nicht, dass ich mit der Garage viel Geld verdient habe. Und was nochmal spannend ist, du hast jetzt schon mega viel Erfahrung ja in den jungen Jahren im Grunde gesammelt mit dem Thema Immobilien. Was sind denn so deine Top 3 Tipps, die du jemandem raten würdest, der jetzt zum Beispiel noch gar nicht mit dem Thema Immobilien zu tun hatte? Also der erste Tipp ist es wirklich, einfach eine Wohnung zu kaufen.
egal was für eine Rendite die hat. Die darf jetzt nicht super schlecht sein und definitiv nicht das teuerste sein, aber bevor du gar nichts machst, kauf irgendwas. Scheißegal was. Weil ansonsten fängst du nie an. Das ist so Tipp Nummer eins. Das ist jetzt vielleicht kein wirklicher Tipp, sondern eher etwas, was man wiederholt, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Wenn du nicht anfängst, fängst du nicht an. Und meine erste Immobilie war die zweitschlechteste. Die schlechteste ist meine zweite Immobilie. Ja, also das ist es halt. Ne? Ich komme mal kurz. Die zweite Immobilie hängt jetzt bei 4,3% rum. Das ist nicht gut. Da verliere ich jeden Monat 60 Euro. Und ich habe die Miete jetzt erhöht bekommen, immerhin. Vorher waren das, ich glaube, fast 100 Euro, die ich da jeden Monat verloren habe. Ist nicht gut. Aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, in diesem gleichen Haus letztes Jahr besagte Wohnung von vorhin zu kaufen, die ich für knapp 30% unter Marktwert gekauft habe. Insofern Tipp Nummer zwei sind Eigentümergemeinschaften. Also wenn du jetzt nicht gerade Mehrfamilienhäuser kaufst, sondern dich in Eigentümergemeinschaften einkaufst, dann achte darauf, dass sie nicht zu klein sind, aber auch nicht zu groß. Ja, so 100 Eigentümer ist immer schon eine Menge. Ich würde so schätzen, so zwischen 8 und 30, ja, das sind dann so typischerweise vielleicht ein, zwei Hauseingänge, ist immer so eine gute Zahl. Und dann versuche in der WEG zu wachsen. Ja, ich habe die letzten drei Wohnungen alle aus Eigentümergemeinschaften gekauft und deswegen auch so günstig. Und das hat aber ewig fucking lange gedauert. Also ich habe da einen Eigentümer über ein Jahr bearbeitet, bis er dann endlich verkauft hat. Für einen super Preis, wie sich herausgestellt hat, aber das hat halt gedauert. Und da eben dann dran zu bleiben. Ne? Das ist, würde ich sagen, so das zweite Learning. Und das dritte Learning ist diese Bandbreite. Es gibt so viele unterschiedliche Strategien, es gibt keine richtige. Und jeder, der sagt, diese fixen Dinge, der hat einfach keine Ahnung. Ja? Und ich finde das eben sehr schade, wenn dann immer dieses Propagieren von, ja, ich habe hier etwas gekauft für 6% und habe daraus kurz Zeit später 8% gemacht. Ja, du vernachlässigst aber komplett die Risikoseite und darüber erzählst du nichts. Ja, dass das in irgendeiner C-Lage war oder irgendein Sondervermietungsmodell, was dich auch 3 Stunden im Monat kostet, das wird natürlich dann vernachlässigt. Und insofern sich da keine Sorgen zu machen, dass man irgendwie das jemandem rechtfertigen muss, was du tust. Ja? Solange du eben selber, wie gesagt, Ziele, Strategie und dann ins Umsetzen kommen. Das ist so. Mit dem zweiten Tipp, den du gesagt hast, also in der Eigentümergemeinschaft quasi sich zu vergrößern und weitere Objekte zu kaufen, wie mache ich das am besten? Ich habe jetzt mal überlegt, man wird ja immer vor der Eigentümerversammlung gefragt, so, ja, gibt es noch Punkte, die mit auf die Liste kommen? Und ich habe jetzt eben mitgeteilt, ja, es gibt einen, nämlich, dass ich weitere Wohnungen kaufen möchte. Können Sie das bitte bei Notizen mit reinschreiben schon mal? Wie machst du das? Habe ich auch versucht, da hat der Hausverwalter gesagt, das können wir unter Sonstiges besprechen. Und dann war die Diskussion vorbei. Ich engagiere mich in meinen Eigentümergemeinschaften. Also für mich ist es absolut wichtig, sich da zu engagieren. Und deshalb ich in allen drei Eigentümergemeinschaften im Beirat bin. Ja? Auch das ist super ätzend. Einmal im Jahr darfst du die ganzen scheiß Zahlen durchgucken. Ja? Belegprüfung. Macht nicht so viel Spaß. Aber im Endeffekt ist es eine super dankbare Tätigkeit, weil du A, dich sehr gut stellst mit der Hausverwaltung. Das ist immer gut. B, lernst du die anderen wichtigen, meistens kontrollierenden Eigentümer kennen. Ja, und ich bin in allen WEGs bis auf einer der größte Eigentümer. Und dadurch baust du halt dein Netzwerk zu anderen Eigentümern auf. Du bist viel dichter am Objekt dran. Du weißt, was passiert. Du kennst im besten Fall auch die Mieter, ja? Weil die sind ja auch nicht unwichtig in dem ganzen Prozess. Deswegen würde ich mich versuchen, so gut wie möglich geht, zu integrieren. Ich habe mich auch ins Fettnäpfchen gesetzt. Ich habe direkt bei einer WEG, die ein bisschen klassisch ist, sage ich es mal, vorgeschlagen, dass doch das Hausgeld über Lastschrift eingezogen werden soll. Da wurde ich aber ganz schnell wieder rausgebuht, weil das hauptsächlich ältere Herren sind, die da Eigentümer sind. Aber die haben sich zum Beispiel jetzt gefreut, als ich mich zum Beirat aufgestellt habe und gesagt habe,
Ich möchte hier einfach gern dabei sein. Ich finde das Objekt super interessant. Ich finde das spannend. Es ist eine sehr gepflegte, sehr schöne Anlage. Und mir ist das wichtig. Und wenn du dann auch noch die Bereitschaft zeigst, Kapital zu investieren und wirklich langfristig das Objekt weiterentwickeln zu wollen, und eben nicht einer dieser störenden Eigentümer bist, dann sind dir alle dankbar. Und ich war jetzt letztes Jahr bei einer Eigentümerversammlung. Das ging tatsächlich sogar noch. Die haben wir, glaube ich, in irgendwie 15, 20 Minuten abgeschlossen. Weil das war wirklich, wir drei Beiräte waren uns alle einig in allen Themen, weil wir schon vorher gesprochen hatten. Die Hausverwalterin war super nett, sehr kooperativ und dann haben wir es in kürzester Zeit abgehandelt. Ja, sehr cool. Aber auch da sieht man wieder, ne, deine Einstellung. Du siehst eine Immobilie wie ein Unternehmen. Und wenn du in ein Unternehmen investierst, dann, und wenn du größerer Investor bist, also nicht jetzt wie ich, der irgendwie ein paar Aktien da kauft, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, 10% von Daimler kauft, ich glaube, dann geht man auch dort irgendwo hin, ne, und engagiert sich in diesem Unternehmen, ja. Und so ähnlich, finde ich, kann man das ja vergleichen mit dem, was du dort tust. Sag mal, Tom, ja, jetzt, wo kann man dich denn jetzt hier irgendwie nochmal sehen? Du machst ja nicht Genau. so viel auf Instagram wie ich. Wo, wo kann man denn mal ein bisschen Wissen Genau. von dir konsumieren? Und dann die zweite und der letzte vielleicht auch Frage. Weil sie hier gerade noch mal ankam, so das Thema Buchempfehlung. Wie hast du das Thema Immobilien gelernt? Dann fangen wir vielleicht damit an. Also ich komme tatsächlich über also die klassische, man verdient das erste wirkliche Gehalt und stellt dann relativ schnell fest, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber machen tun sollte, was mit diesem Geld passiert. Und da kommt man dann auf das Thema Aktien, da bin ich auch drauf gekommen. Und dann stellt man, oder habe ich auch relativ schnell festgestellt, da gibt es ja auch noch Immobilien und da hast du diesen Hebel und der ist ganz toll. Und der Wengert hat es schon gesagt, versuch dich lokal zu vernetzen. Es gibt nichts Besseres, als sich so lokal zu vernetzen. Und hol dir Leute an die Seite, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Und das ist mit Abstand eine der besten Dinge, die du tun kannst. Besonders, wenn du am Anfang bist und noch nicht so viel weißt. Und genau deswegen bieten wir auch bei uns Beratungsleistung an, eben für Einsteiger, weil wir eben sagen, meine Kollegen und ich, wir haben jetzt in den letzten, gut, die anderen sind sogar schon noch länger dabei, kumuliert in den letzten 30 Jahren eben sehr viel Wissen aufgebaut in diesem Bereich und wir möchten das jetzt eben weitergeben an die Leute, die noch am Anfang stehen. Und dafür haben wir zum Beispiel ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen, wo wir genau das machen, wo du als Mentee einen Mentor an die Seite bekommst, der dich bei dem ganzen Prozess begleitet und deine Fragen beantwortet. So. Zudem kann man dann auch noch ein bisschen netzwerken und einfach auch auf einem aktuellen Stand sein, was alles in der Immobilienbranche abgeht. Ja, und das kann ich halt nur jedem empfehlen. Immobilien sind eben nichts, was du alleine machst und mit dem Kopf durch die Wand gehst, sondern das ist etwas, das ist ein People's Business. Ja, und da gehst du eben mit anderen Leuten um und egal, was du tust, ob es der Mieter ist, ob es der Verkäufer ist oder der Hausverwalter, es sind alles Menschen, die dir gegenüber sitzen. Und deswegen ist eben das Thema, mit anderen Menschen sich da zusammenzutun und darüber zu reden, am sinnvollsten. Und auch inspirierend. Ja, also ich finde das, ich habe das, ich erinnere mich an einen Stammtisch, sage ich mal, das war bei uns im Immobilienclub Hamburg hier, wo jemand einen Vortrag gehalten hat, über 3 Stunden, und wir saßen da irgendwie zu 80 in dem Raum und haben ihm da wirklich zugehört, weil der so eine krasse, geile Story erzählt hat, die so inspirierend war, ja, dass man da einfach auch Bock drauf bekommen hat auf das Thema. Und ich dachte, du antwortest mit, komm zu die wichtigste Stunde, da bin ich nämlich auch. Also, ich kann natürlich jedem empfehlen, einmal Miracle Morning zu lesen als Buch, weil auch das ist natürlich ein Thema. Das kommt wieder auf deine Strategie drauf an. Ne? Wenn du Bock hast, wirklich Gas zu geben, das sieht man ja bei dem Ronald zum Beispiel, dann kannst du da natürlich auch ordentlich was bewegen. Ja? Und das würde ich dann auch jedem empfehlen, sich da ein bisschen kopfseitig einzudenken, ja, und da wirklich dann das Thema sich selbst zu strukturieren, und das kannst du eben super bei die wichtigste Stunde. Bin auch Jetzt habe ich ein dich großer Fan, gezwungen. habe ich jeden Tag durchgezogen bis jetzt.
War nur Spaß. Nein, Nee, nein. aber wenn ich jetzt nicht so die wichtigste Stunde will, wo kann ich dich denn jetzt trotzdem sehen? Genau. Also am einfachsten ist es, unserem Firmenkanal zu folgen. Das ist hier SBK Elb Consulting auf Instagram. Ihr könnt aber auch gerne auf der Webseite vorbeischauen. Und genau, das sind so die beiden Punkte, wo wir am aktivsten sind. Und ja, gerne auch Fragen stellen, am besten an das Firmenprofil. Ihr könnt natürlich auch gerne privat folgen. Das ist Torben Schulthoff, @Torben Schulthoff. Das Profil ist aktuell noch ein bisschen privat, aber ich glaube, Ein bisschen privat, was kann man denn da so schönes Privates sehen doch? ja, ich war noch nicht so der große Fan davon, so in die Öffentlichkeit zu gehen, aber mal gucken. Ja, jetzt 24/7 war. Naja, genau. Nee, Tom, besten Dank. War einiges auch für mich wieder dabei. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und ja. Ja, lieben Dank, Maurice, dass ich Magda das. winkt auf, guck mal da. Weiter da. Ja, nee, sehr gern. Mir ist es halt wirklich ein Herzensthema. Ich mache das absolut aus Leidenschaft, wie du ja sicherlich mitbekommen hast. Und da ist es halt auch mal, sage ich mal, wichtig, ein bisschen Real Talk zu reden. Vielleicht jetzt nicht unbedingt wie der Anti-Coach, der es vielleicht manchmal übertreibt, sondern in einem, sage ich mal, Setting, wo jeder davon auch einen kleinen Mehrwert mitnimmt. Und ich hoffe, dass ich heute vielleicht das eine oder andere den Zuhörern, den Zuschauern zeigen konnte, die sie oder er mitnimmt und daraus ein Learning zieht. Ich fand's mega und hier bedanken sich schon ganz viele. Tom, schönen Gerne doch. Abend, bis bald. Hab einen schönen Abend, Maurice. Na, bis dann. Ciao. Ciao.